Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario 64 in dem Kerker. Ja, die Tür hat uns so mächtig reingelegt, kann ich das ja eigentlich zerstören? Kann ich. Ne, brauche ich nicht. Hab gesagt, ich brauch das nicht. Lebenspilz, das benutze ich gerne. Eine Sekunde, ich glaube, meine Katze will rein. So, dann geht's weiter. Dann reden wir nochmal mit den ganzen Leuten hier. Oh Mario, endlich bist du gekommen. Wie du sehen kannst, befinden wir uns in einer sehr schlimmen Lage. Keiner weiß, wo sich Prinzessin Peach aufhält und ihr wunderschönes Schloss wimmelt vor Bowsers Krötenabschaum. Nichts erfüllt mein Herz mit größerer Freude, als in diesem Schloss zu dienen. Aber momentan kann ich nichts tun, außer dass mein Kater am Stuhl kratzt. Wir haben keine andere Wahl, als uns auf dich zu verlassen, Mario. Bitte rette unsere geliebte Prinzessin Peach. Sollte nicht immer da Stuhl kratzen. Das wäre alles nicht passiert, wenn unsere Verteidigung besser gewesen wäre. Naja, ich weiß nicht, wie ich mich jemals dafür bei der Prinzessin entschuldigen kann. Aber das ist jetzt nicht von Belangen. Ihre Rettung ist momentan alles, was zählt. Ich kann es doch immer nicht fassen, dass der gesamte Palast während des Empfangs entführt wurde. Ich weiß, dass es im Grunde nur um die Entführung der Prinzessin geht, aber trotzdem. Nur eine Bösewicht wie Bowser könnte so etwas in der Lage sein. Dafür muss er zahlen. Mario, du bist gekommen, um uns zu retten. Ich wusste, du würdest kommen. Alle Tortier haben früher im Pilzpalast gearbeitet. Vater unterhält sich. Die Prinzessin ist nicht hier. Ich glaube, sie wird irgendwo anders festgehalten. Maron, mach dir keine Sorgen um uns. Das Einzige, was zählt, ist die Rettung von Prinzessin Peach. Katze, was machst du da? Komm hier hin. Oder leg dich da hin. So, dann einmal vom Bett hier hinführen. Und wieder Pause. Meine Geister will jetzt wieder raus. Sorry, das ist jetzt wirklich keine professionelle Folge, aber was anderes bleibt mir jetzt aktuell nicht möglich. Es ist das reinste Kinderspiel, diese Wände zu zerstören. Das Mauerwerk ist schon sehr locker. Das ist viel einfacher als bei den Wänden in der Festung der Koopa-Brüder. Du kannst richtig froh sein, dass du mich dabei hast. Und ich habe so ein Déjà-vu. Das ist wieder ein Speicherpunkt. Kann ich da einfach so rüberspringen? Aber nicht. Müsste eigentlich. Das geht, das klappt voll. Und jetzt kratzt mein Kater schon wieder an der Tür. Eine Sekunde. Hat schon wieder aufgehört. Okay. Rein, raus, rein, raus. Okay, das lief ja ohne Probleme. Das wahrscheinlich kann man irgendwie die Larve ausstellen. Da kommen ja alle Partner wieder zum Einsatz. Außer Paracarry. Warum springst du nicht? Ja. Die nachfolgende Sendung verschiebt sich um gewisse Zeit. Jetzt warte ich geduldig.
nicht. Nicht mit. Und über Lava, nice. Und da kann ich was machen. Wenn ich hier weitergehe. Komme ich irgendwo hin? Nö. Aber ich kann oben was machen. Die arme Wolke. Okay, da komme ich noch nicht hin. Dafür muss ich erstmal die Lava wegmachen. Okay, jetzt brauche ich Paracarry. Es kommt echt jeder Partner noch zum Einsatz. Okay, du lässt mich fallen, Paracarry. Was für so ein Mysterium sein? Donnerzorn? Nein, warte auf mich. Ich glaube, ich brauche dafür Buh. Also ich bin doch eigentlich nur unsichtbar. Ich bin nur am Partner tauschen. Aber das war ein bisschen zu früh. Ich falle voll in die... Nicht in die Lava. Ich gehe erstmal hier rein. Bin ich hier auch richtig? Oh, oh, Mario ist hier. Was soll man in einer derartigen Situation noch machen? Kamikub hat uns zwar Instruktionen erteilt, aber ich kann mich an gar nichts erinnern. Ich glaube, sie hat uns gesagt, dass wir ihn nicht an diesen Schalter lassen sollen. Oh nein, heißt das etwa, wir müssen gegen ihn kämpfen? Nein, er wirbt den Boden mit uns auf mich. Hört auf mit dem Jammer. Wer sagt, dass wir vor Mario Angst haben müssen? Der ist ja gar nicht mal so stark. Was auch immer geschieht, wir dürfen nicht zulassen, dass er diesen Schalter betätigt. Kümmert es euch denn gar nicht, dass König Bowser unsere Hilfe braucht? Kommt schon, schnappt euch diesen Klempner. Zeigt ihm, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Oh, wir haben keine Wahl. Wir müssen tapfer sein. Wir müssen Attacke. Attacke. Okay, dann setzen wir doch einfach mal ein Erdbeben ein. Attacke plus. Das hört man doch gerne. Nein, mein Zauber ist aufgebraucht. Ich denke mal, brauchen wir auch nicht mehr zwingend.
Hey, die Lava scheint ausgehärtet zu sein. Jetzt können wir drauf gehen. Los geht's, Mario. Oh, das ist ja praktisch. Dann gehen wir erstmal zurück, ne? Ist wahrscheinlich jetzt auch der Schlüssel zur Tür. Gegen alle. Anstelle vom Pilz. Nö. Das nehme ich lieber nicht mit. Das ist so ein schneller Idee. Na gut, dass ich zurückgegangen bin. Warte mal, kann ich hier jetzt mit Lucky Lester ein bisschen schneller? Wegen, ich meine natürlich Spike. Aber etwas schneller ist es schon. Zumindest scheint die Wolke keine Schmerzen mehr zu haben. Das ist doch gut. So, wo sind wir denn hier? Oh Gott. Mann, es ist sehr dunkel. Aber springen kann ich. Das ist schon mal gut. So, erster Angriff erfolgreich. Na, ich kann auch nichts lernen, weil halt eben alles dann dunkel wird. Du gehst doch bestimmt die Verteidigung, ne? Autsch. Okay, 9 KP haben die. Von oben und unten, dann gehe ich erstmal oben lang. Es geht weiter doch. What? Wird da nicht Stacheln, danke. Immer schön die Stachel wegräumen, ja? Ach komm, einmal super beben. Nein, der kann nicht angreifen, wenn es dunkel ist. Oh, nö. Und dann machen wir den erstmal weg. Glück. Immer dieses Glückssymbol. Das hat ja kaum was gebracht. Aber das tut weh.
nächste Level abkommt. Ich kann da oben. Ich muss auch nach da oben. Oh, da ist ein Block. Was ist noch drin? Da brauche ich nicht. So. Bestimmt war an einem der Orte wieder so ein Power. Wie komme ich hier wieder raus? Gott, es geht noch weiter. Ja, es geht hier noch weiter. Oh Gott, das wird jetzt wehtun. Super Beben. Oh, damit kriege ich ja bald einen Level ab. Deswegen nicht der Schmerz befreit. Mehr BP-Punkte bitte. So, ich gehe erstmal hier hoch. Was haben wir denn hier? Sternenwind. Ne, sorry. Auch noch ein bisschen Heilung. Apropos Orden. Vielleicht mal statt Superbeben. Oder statt Doppelgriff. Nehmen wir das hier mit. So. Oh, dann machen wir den jetzt hier weg. Ja, Sternspieler brauchen wir jetzt nicht wirklich mehr sammeln. Da weiß ich nicht, wie ich blocken soll. Aber wir heilen uns da eh sehr gut mit unserem Herzlein. Dann gehe ich erstmal hier hoch. Jedenfalls gehe ich erstmal hier runter, aber da ist nichts. Okay. So, Watschen, dann kannst du mal wieder ran. Und Erstangriff. Und wisst ihr was? Dann setzen wir doch mal hier einen Sprung ein. Mist. Und eigentlich. Ich weiß nicht, wie ich das blocken soll. Ja, halt euch nur, kein Problem.
Und ob wir noch einen zweiten Level abkriegen. Bin gespannt. Jetzt mal hier runter. Hier ist nichts. Denn in der Mitte scheint auch nichts zu sein, also. Ist ganz nach oben. Dann schauen wir doch mal. Es reicht sogar. Und Erstangriff. Du liebes bisschen. Ich bin gespannt, wie weit wir hier noch weiter im Untergrund bleiben. Ich möchte gerne hier raus. Ja gut. Why? Dann gehen wir halt eben hier lang. Gegnerischer Erstangriff. Naja. Setz mir doch einfach mal Sternensturm ein. Dann einmal Elektrohieb auf den ersten Kamek. Weil es reicht, wenn nur ein Kamek heilt. Was macht er da? Nett, er ruft Verstärkung. Genau, die Verstärkung kriegt noch einen Angriffsplus. Geld lasse ich jetzt Geld sein. Oh, haben wir es rausgeschafft? Ach, danke schön. Einfach so eine Bowser-Statue. Und jetzt? Warte, ist hier vielleicht irgendwas? Kann ich vielleicht was mit Pompett machen? Ich würde mal sagen, das finden wir in der nächsten Folge heraus. Oder? Hat er mich ganz schieben? Ach, ganz schieben, aha.
Boah, du bist zurückgekommen? Du bist aus den unterirdischen Verliesen gekommen? Aber das ist doch absolut unmöglich. Das muss ein Trick sein. Aber ich fürchte, mein Mord muss sich behalten. Du darfst passieren. Aber glaub ja nicht, dass ich das vergessen werde. Und Speicherpunkt. Okay, jetzt ist die gute, jetzt ist eine gute Stelle, um die Folge zu beenden. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tüdelü.